Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Handball-Bundesligaspiel SC Magdeburg, TBV Lemgo Lippe. Halbzeitstand 12:13, am Ende gewinnt Magdeburg mit 30:28. Bester Werfer auf Seiten von Lemgo war Tim Souton mit 7 Treffern. Auf Seiten von Magdeburg war das Omar Magnusson mit 9 Treffern. Wir haben beide Trainer jetzt hier und jetzt das erste Statement von Florian Kehrmann. Ja, schönen guten Abend. Ja, heute ist schwer. Ich glaube, wir haben 60 Minuten einen tollen Kampf gezeigt. Wir haben Magdeburg vor Aufgaben gestellt. Wir haben das Tempospiel ganz gut unterbunden. Am Ende entscheiden es dann 1-2 Fehler, wo wir einen Fehlpass spielen, wo wir einen freien Ball verwerfen, dass wir hier nichts mitnehmen. Viel bitterer ist natürlich die Nachricht, dass Tim Souton wahrscheinlich schwer verletzt ist. Und deswegen ist das immer schwer, jetzt auch so eine wirkliche Analyse zu führen. Das tritt jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen. Nachfragen dann erstmal wahrscheinlich nicht, sondern vielleicht noch ein Statement auch von Benno, vielleicht auch was zu dem Spieler. Ja, ich schließe mich an, ich habe das gerade davor schon im Pressegespräch gesagt. Das rückt alles, man mag es nicht glauben, auch die 2 Punkte für uns in zweite Reihe. Man hat gemerkt, wie viel Druck für uns wird auf dem Kessel war und dass wir das Spiel gewinnen wollten um alles. Aber wenn das passiert, dann ist das einfach das Wichtigste. Es tut mir unheimlich leid für Tim persönlich, für den TBV Lemgo. Ich weiß auch, es geht mir nicht um die Wichtigkeit dieses Spielers, sondern auch die Historie, welche Verletzungen er schon hatte. Und das ist unendlich tragisch. So ein ehrgeiziger, junger Kerl, der so fleißig ist, was der für Rückschläge eintreten muss. Und das, ich kann da mitführen, Flo. Er wird das meine Meinung dazu nicht brauchen, aber ich hoffe auf eine gute Genesung und dass sich vielleicht die schlimmsten Befürchtungen nicht bestätigen mögen. Nachfragen von der Presse so, weil ansonsten würden wir dann einfach noch sagen, darauf hinweisen, Lemgo spielt zu Hause gegen Nordhorn am Donnerstag in der nächsten Woche. Der SC Magdeburg am Dienstag gegen Nasice. Viel Glück für beide Mannschaften und schon schade, Florian, jetzt auf dem Heimweg für euch. Und die ganzen schönen, angenehmen Anekdoten, die da am Anfang des Spiels waren und auch da drin von eurem Torhüter Johannesson und sowas, treten dadurch natürlich in den Hintergrund. Schade drum. Deshalb sportfrei, gute Besserung an alle und Dankeschön. Ja, wir sind Stuttgart.